Was suchen wir denn heute? Schau mal, wir haben Mercedes EQA, wir haben Mercedes EQB, wir haben Mercedes EQE, wir haben Mercedes EQS. Aber was fährt denn der typische Mercedes-Fahrer, der sagt, nee, rein elektrisch will ich noch nicht. Ich suche genau das dazwischen, um mich an die Elektromobilität zu gewöhnen. Ja, wie wär's denn mit einem Plug-in-Hybrid? Was sollte der für Attribute haben? Also ich würde mal sagen, großen Akku, ja. Schnellladefähigkeit, okay. Und natürlich einen angemessenen Verbrauch. Und damit sind wir auch bei der neuen Mercedes-Benz E-Klasse. Hier als E300E4-Matic in Verde Silber. Ist eigentlich gar kein Silber, ist so ein hellgrün, werden wir im Video noch herauskristallisieren. Und wir wollen mal schauen, was kann die neueste Generation Mercedes E-Klasse dann rein elektrisch. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte nochmal nach, ob ihr Teil der einfach elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Und jetzt geht's mal los mit dem neuen Mercedes-Benz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch hier in Rostock bei unserem Kooperationspartner Sternauto mit seinen 23 Filialen im Nordosten unseres Landes. Und da muss ich sagen, Mercedes hat die E-Klasse schon wieder mal so ein bisschen in die Modernität geführt, oder? Es sieht schon schick aus wieder von vorne, wenn ich das sehe. Wenn ich noch an die EQ-Serie denke mit den Mercedes-Pattern, dann bekommt auf jeden Fall die E-Klasse Kunststoff ein bisschen wertiger, so kleine Sternchen. Das brauchen wir auch, weil sich hinter diesen Lüftungsgittern ja nach wie vor leider ein Verbrenner befindet. Vierzylinder-Ottomotor mit 150 kW, 204 PS, aber später mehr zur Systemleistung. Wir haben ihn hier sehr, sehr schön in der AMG-Line in Verde Silber, aber wenn Steffen hier mal so ein bisschen ranzoomt, dann ist es eigentlich so ein hellgrün Metallic, sieht irgendwie ganz stylisch aus und der ideale Übergang dann auch zu den LED-Scheinwerfern, die ihr optional natürlich auch mit den Digital Lights bekommen könnt, wo 1,3 Millionen Pixel dann fahrer- und beifahrerseitig die Straße für euch ausblenden, ohne den Gegenverkehr, also ausleuchten, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Ja, wir haben ihn hier auf, naja, mittelmäßig schönen Winterrädern in so einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Steffen, 5 Sternen aerofiziert optimierten Winterbereifung, ja, oder? Ja, so ein Ding, ne? So. Das kann Mercedes besser, gerade dann, wenn man in die Bereiche AMG schaut, etc. pp. Wir haben das Night-Paket hier, sehr, sehr schön, mit schwarz glänzenden Rahmenscheiben, wobei der gedeckte Mercedes-Kunde da ja Silber eloxiert bevorzugt. Deswegen hat man wahrscheinlich dann an den Türgriffen noch Silber gelassen, oder? Tja, ein bisschen etwas, ne? Woran erkennt ihr den Plug-in Hybrid? Immer dann daran, dass auf der Fahrerseite auch noch ein Deckel ist. Dazu später mehr, was sich darunter verbirgt. Wir wollen erstmal einmal um die E-Klasse herumgehen. Und da muss ich sagen, das Heck ist irgendwie eine Sahneschnitte, ne? Das ist wirklich wieder schick geworden, ne? So ein bisschen Verwechslungsgefahr zur Mercedes S-Klasse. Die haben wir euch ja auch schon hier auf dem Kanal präsentiert. Aber wie ich finde, nochmal gerade in dem Bereich der Rückleuchten in diesem LED-Sternsegment finde ich richtig gut gemacht. Ich glaube, Mercedes gibt auch richtig Geld für Rückleuchtendesign aus. Ich habe da irgendwie eine 7-stellige Summe gelesen. Muss man sich mal überlegen, wie viel Wertigkeit deutsche Premium-Hersteller in solche Details geben. Ja, was nicht fehlen darf, ist natürlich auf der Beifahrerseite dann der klassische Tankdeckel für all diejenigen, die ihn auch noch mit dem Verbrenner fahren wollen. Und was ich eigentlich schick finde, sind diese Türgriffe, die nicht nur elegant herausfahren, sondern auch noch so schick beleuchtet sind. 4,94 m ist er lang, 1,88 m breit plus Außenspiegel und 1,48 m ist er hoch und damit schön flach, wie wir es ja auch von Verbrennern kennen. Der Radstand ist auf 2,96 m angewachsen. Radstand steht ja auch immer so ein bisschen für Fahrkomfort. Das wollen wir natürlich später dann im Fahrbericht mit euch auch auf der Straße ausprobieren. Schmuckstück des Plug-in Hybrids ist aber sein Akku. Und beim Akku hat Mercedes gesagt, da machen wir eine schöne Größe rein mit guten 25 Kilowattstunden brutto, die auch fast netto entnehmbar sind, sodass wir wahrscheinlich auf eine Reichweite von um und bei 100 Kilometer bestenfalls kommen können. Und damit sollte eigentlich der tägliche Bedarf oder auch der mehrtägige Bedarf rein elektrisch gegeben sein. Nachgeladen wird hier über den Ladeanschluss sehr, sehr schön. Guck mal, Steffen, mit einer Klappe geht doch, oder? Na, guck mal. Bei den EQ-Modellen hat es dazu nicht gereicht. Wir haben ihn hier nur mit dem Typ-2-Anschluss. Das heißt, wir können hier AC dreiphasig 11 kW laden. Und so ist der Akku eigentlich in 3 Stunden von komplett leer auch wieder voll. Wenn wir Glück haben, sogar
in 2,5 Stunden. Optional gegen Aufpreis bekommt ihr auch einen CCS-Anschluss, wo ihr dann auch an der Schnellladesäule mit maximal Peak 55 kW in einer halben Stunde den Akku von ganz leer auf ganz voll laden könnt. Das haben wir euch ja in einem anderen Video mit dem GLC 300e auch schon mal gezeigt, inklusive der Reichweitendemonstration des Fahrzeugs. Schaut da gerne mal in der Playlist nach. Um die E-Klasse perfekt laden zu können, zeigen wir euch jetzt noch mal ein paar Zubehörvorschläge, wo ihr mit einfach elektrisch 10, sogar 10% Nachlass erhaltet. Ja, ja, der Winter ist da. Ach, ich bin so dankbar, dass Sternauto uns drin filmen lässt. Ne? Ist ja schon ganz schön kalt draußen mit -2 Grad hier in Rostock, oder? Ja, das macht keinen Spaß. Und damit lasst uns vielleicht mal zum Verbrennungsmotor übergehen. Wir schauen hier mal unter die Fronthaube und wollen mal gucken, was Mercedes-Benz hier in den 300e 4MATIC bereithält. Vierzylinder Ottomotor, Turbo aufgeladen, 150 kW, 204 PS. Dahinter sitzt der Elektromotor, 95 kW, 129 PS. Und dahinter das 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was zusammen 230 kW, 313 PS Systemleistung bedeutet und über 550 Newtonmeter Drehmoment, Steffen. Das ist ordentlich. Ich glaube 0 auf 106,3 Sekunden und Spitze 234 km/h. Das sind ja so unsere Werte, oder? Das passt zu uns, ja. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das anhört, oder? 3, 2, 1. Satt! Ich traue mich gar nicht, die Haube zu öffnen hier hinten, Steffen. Warum? Ja, wenn ich die Literzahl verrate von den Plug-in-Hybriden, da werden mich ja so eingefleischte E-Klasse-Kunden irgendwie gefühlt an die Gurgel springen, oder? Das könnte passieren. Ja, wir schauen erstmal, wie sie sich öffnen lässt. Wahrscheinlich sensorgesteuert, hoffe ich mal, ne? Mit so einem kleinen Fußkick hier, oder? Oder auch nicht. Mag er nicht. Naja, auf jeden Fall sollte es ja dann manuell elektrisch gehen. Und dann erwarten uns 370 Liter Kofferraumvolumen. Das ist natürlich dadurch bedingt, dass das große Akku-Pack irgendwo Platz finden muss, hier sozusagen im Bodenbereich. Und dadurch der Boden nicht ganz so tief ist, und dadurch, dass er nicht ganz so tief ist, haben wir natürlich auch nicht so viel Liter wie bei den Verbrenner-Varianten. Aber 370 Liter für eine E-Klasse, wo man auch mal mit 4 Personen schön in Skiurlaub oder irgendwie fahren will? Ja, ist schon ein bisschen arg wenig, ne? Oder? Ja. Ja, was auf jeden Fall ganz nett ist, ist, dass wir hier, guck mal, das gibt es beim EQE ja, glaube ich, auch nicht, per Knopfdruck Feder vorgespannt mal 2/3 beziehungsweise ja, 2/3 der Rückbank 60% umlegen können und auf der Beifahrerseite dann noch sozusagen die letzten 40%. Die Mitte kann man auch alleine umklappen, die 20%, sodass man dann auch die Durchlademöglichkeit hat für einen langen Gegenstand oder Skier. Aber irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht, oder? Ja, ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, ne? Nee. Und das bei so einer großen Limousine mit 4,94 Meter. Ja, wer also den Plug-in-Hybrid nimmt, muss wahrscheinlich auch einen Kompromiss eingehen, oder? Das auf jeden Fall. So ehrlich muss man sein. Ja, wem das nicht ausreicht, der hat natürlich die Möglichkeit, auf dem Dach einen Dachgepäckträger mit 75 Kilogramm Dachlast zu befördern. Oder, was man ja auch häufiger mal sieht, ist dann natürlich eine elektrische Anhängerkupplung, die ungebremst bis 750 Kilogramm und gebremst bis 2,1 Tonnen ziehen kann. Also das ist wieder ordentlich. Für all diejenigen, die so Freizeitaktivitäten haben, den doppelachsigen Wohnanhänger, das Motorboot, die Pferde oder vielleicht dann auch den Gepäckhänger, oder? Ja, genau. Für das Gepäck, was nicht ins Auto, nicht aufs Dach passt. Entschuldigung, das sollte eigentlich gar nicht lustig sein. Der hat dann die Möglichkeit, das vielleicht auch mit den 75 Kilogramm Stützlast dort zu deponieren. Tja, und während der Kollege da drinnen wieder feiert, stehe ich aber Gott sei Dank diesmal nicht im Kalten. Aber ja, hol ihn mal wieder dazu. Wir würden gerne... Steffen! Ja? Ich habe doch gerade das neue Burmester Soundsystem hier mal ausprobiert. Und, wie ist es? Also ich muss dir sagen, überraschend gut. Das ist schön.
Und damit vielleicht auch der Übergang. Außen haben wir euch ja alles gezeigt. Lasst uns nach innen schauen. Und wir haben hier in unserem Probanden, schau mal bitte, Steffen, sogar Doppelverglasung, zwei Scheiben, die mit einer Folie verbunden sind und wärmedämmendes Glas verbaut. Oh, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir dürfen vielleicht sogar geringe Innengeräusche während der Fahrt erwarten. Das wollen wir mit euch natürlich gemeinsam ausprobieren. Ja, lasst uns mal so ein bisschen auf die Wertigkeit des Interieurs schauen. Ihr wisst ja, bei den EQ-Modellen haben wir ja Mercedes auch ein bisschen kritisiert hier für diesen Neoprenstoff. Hier ist es aber schönstes, feinstes Leder, oder? Mhm. Also es geht bei Mercedes. Ja, na klar. Gepaart mit so einer Naht, schöne Ambientebeleuchtung. Die Elemente kennen wir aus der EQ-Serie. Hier gepolstert, so ein bisschen Kunstleder. Dieser Griff, den wir auch aus dem EQE kennen. Hohe Meister Soundsystem und hier unten natürlich wieder Mercedes-typisch hochwertigster Kunststoff. Ein Schelm, der Böses denkt, wenn das glaubt. Aber guck mal hier bitte, in der E-Klasse mit feinstem Filzteppich bezogen. Ja, sehr gut, da klappert nichts. Hat er. Beim EQE gibt es da gar nichts, ne? Ja, gut. Hm. Da rasselt es und klappert es, weil sie sagen, ja, die Elektrokunden, ne, das brauchen wir ja nicht, machen wir alle hier recycelt oder was. Lasst uns den Armaturenträger betrachten und da hat sich Mercedes für die E-Klasse ja, was richtig Geniales überlegt und vielleicht sogar so ein bisschen auf unsere Kritik Einfluss genommen, oder? Ja. Erinnert euch an den Hyperscreen, der ja so flach war und wo man hier auch das Fahrerdisplay nicht so gut ablesen konnte. Haben wir immer gesagt, Mensch, vom Zwei-Zonen-Display das senkrecht stehende Display, das würde uns viel besser gefallen. Das hat man hier in diesem Superscreen, ich glaube so heißt er, oder Supersonic Screen, ich kann mir das immer nicht merken, übernommen. Ja, Head-Up-Display hat unser Proband nicht, das gibt es aber optional. Da haben wir ein schönes Fahrerdisplay, was wirklich 90 Grad zum Fahrer guckt, was man bestens ablesen kann. Und haben hier das AMG-Line-Interieur mit dem zwei Speichen AMG-Lenkrad, was mir sehr, sehr gut gefällt von der Optik, aber in der Benutzerfreundlichkeit sehr, sehr sensibel ist durch die Touchflächen und nicht immer so genau zu steuern ist. Mercedes, da würde ich mich ja freuen, wenn ihr da vielleicht mal drüber nachdenkt, von Touch wieder zu haptisch zurückzukehren. Ja, Superscreen heißt auch ein sehr, sehr großes zentrales Informationsdisplay. Ihr bekommt natürlich auch ein Zwei-Zonen-Display als Standard und habt hier die Möglichkeit, sämtliche Funktionen vom MBUX zu nutzen. Das haben wir euch ja schon ausführlich in den anderen Fahrzeugen gezeigt. Hier ist man noch mal eine Generation jetzt weiter und hat hier ein paar Features verbessert. Aber ich glaube, das würde das Video nur unnötig in die Länge zu ziehen, um da sämtliche Funktionen einzubinden. Was Neues ist hier diese kleine Kamera, die man nutzen kann. Mercedes E-Klasse spricht ja Firmenkunden an, dass man hier sozusagen dann in den Pausen auf dem Parkplatz auch Videokonferenzen abhalten kann und dann hier sozusagen auch per TeamView mit anderen kommunizieren kann. Finde ich eigentlich ganz schick und ganz gut gemacht. Und was es auch sogar optional gibt, ist hier die elektrisch verstellbaren Lüftungsdüsen, die wir nicht haben, die man dann aber auch durch Gesten steuern kann. Ist ja mal eine nette Spielerei, oder Steffen? Ja. Ansonsten haben wir hier noch das Beifahrer-Display für all diejenigen, die es benötigen, sodass der Beifahrer auch unterwegs mit einem Bluetooth-Kopfhörer einen Film gucken kann, ohne dass der Fahrer abgelenkt wird. Oder auch vielleicht Dinge im Navigationssystem, in der Musik steuern kann, ohne es im Infotainment-Display zu machen. Braucht man das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich persönlich nicht. Ist wahrscheinlich eher so nice to have, oder? Also ich sag mal so, der gediegene E-Klasse-Kunde sagt, hat er, oder? Ja, wenn volle Hütte, dann volle Hütte. Genau, lasst uns chronologisch weitergehen. Hier haben wir im Prinzip die Fahrstufenregelung. Hier haben wir dann auch für den Plug-in Hybrid natürlich das EQ-Menü. Finde ich total wichtig, dass man einfach sieht, wie ist der Akkustand. 91% ist unser Fahrzeug geladen, zeigt eine Reichweite von 86 Kilometern an, sodass man davon ausgehen kann, vielleicht im Sommer auch die 100 Kilometer entsprechend zu schaffen. Ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen über Touch, Laut- und Leise-Funktion. Ja, so ein klassisches Drehrad finde ich irgendwie praktischer, ne? Ja, wäre auch cool gewesen. Ja, was schön ist, ist hier diese Holzoptik. Oder ich weiß nicht gar nicht, ob es echt Holz ist. Auf jeden Fall ist es auch so ein bisschen geriffelt. Und darunter, Steffen, das finde ich aber genial, ist eine induktive Ladefläche, zwei USB-C-Anschlüsse, dann zwei Becherhalter, die man aber auch, wenn man möchte, wegklappen kann, um dann im Prinzip auch ein großes Staufach zu haben. Wobei der zweite, den kann man hier nicht in der E-Klasse wegklappen. Dazu hat es dann irgendwie doch nicht gereicht, ist ja schade. Und ich glaube, die Funktion, so wie im EQS und EQE, dass man es rausnehmen kann, die gibt es auch nicht. Ich will jetzt hier nichts kaputt brechen. Was aber auf jeden Fall Mercedes as its best kann, ist, finde ich, Ambientebeleuchtung, oder?
Ja, das sieht schon schick aus. Und guck mal bitte hier wieder schön mit Kunstleder bezogen. Viel, viel wertiger als so ein Neoprenstoff. Und dann haben wir hier natürlich ein ganz so tiefes Fach. Aber auch wieder, guck mal, mit dem Filzteppich. Ne? Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja. Warum gibt's in der E-Klasse Filz und bei den EQ-Modellen nicht? Tja, wer weiß. Zwei USB-C-Anschlüsse. Und was natürlich auch, finde ich, ein Highlight ist, ist natürlich hier dieses Panoramaglasdach. Was man natürlich, wenn man es bedienen kann, auch öffnen kann, Steffen, oder? Aber guck mal, beim ersten Mal diesmal. Sehr gut, du lernst. Ich habe heimlich geübt mit meinem EQS in der Garage, 3 Stunden. Stark. Dass das funktioniert, weißt du? Sehr gut. Aber dann so Frühjahr, Sommer, schön im Herbst, die frische Luft, das macht schon Spaß, ne? Ja, das ist schon schick. Also ich finde, so ein Panorama-Glasschiebedach sollte in der E-Klasse nicht fehlen, oder? Ist so ein Must-Have, ne? Das sollte man schon mitnehmen, ja. Der Blick durch die Beifahrertür verrät uns, dass wir natürlich hier schon eine sehr, sehr massive, in die Mitte zulaufende Mittelkonsole haben. Das heißt, ich merke das hier so ein bisschen in der Ergonomie. Ich habe ja sehr lange Beine, sitze immer ganz hinten, ganz unten, dass mir hier einfach so ein bisschen breitere Ablagemöglichkeit des Beins fehlt. Das könnte für einige von euch entscheidend sein. Macht auf jeden Fall mal eine Probefahrt, weil, wie gesagt, diese Mittelkonsole so zuläuft. Ja, was uns hier fehlt, ist natürlich auch, deswegen fehlt heute das Herrentäschchen, Steffen. Tja, wir haben keine Ablage, ne? Nee, da ist das 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe dahinter. Tja. Das ist halt der Nachteil nach wie vor von der Verbrennerplattform, ne? Ja. Platzverhältnisse, Innenraum, Ablagemöglichkeiten etc. pp. Ja, Mercedes versucht das auszugleichen durch wunderbare Leder- oder auch Kunstledersitze perforiert, die ihr natürlich beheizen und belüften könnt optional, wo ihr eine tolle Massagefunktion habt, die ist wirklich klasse, wo ihr die teilintegrierte Kopfstütze habt, wo ihr einen ordentlichen Seitenhalt im Lendenbereich habt, bisschen wenig Seitenhalt, vielleicht sogar im Oberschenkelbereich, ne? Ja gut, aber dadurch, dass die Mittelkonsole ja eh direkt da anschließt, ne, bist also du auf bin, der Seite sagst, sicher. Bist du so eingezwängt, ja? Ja, so quasi. So, also, so kann man es dann auch lösen. Gesamtkonzept. Ne? Genau. Halt. Hm. Und was uns hier fehlt, so finde ich für eine AMG-Line mit sportlichen Sitzen, so ein bisschen Schulterpolster, ein bisschen Auflage, oder? Ja, doch. Ja. Heute sind wir irgendwie so ein bisschen kratzerig unterwegs, oder? Ja, aber warum? Man muss ja auch nicht immer alles nur schön reden. Ja, weil viele auch immer schreien, ja, alles gekaufte Videos, Mercedes-Benz, Fans, so, ne? Ist es doch gar nicht. Nö, gar nicht. Wir sagen halt objektiv das, was wir denken. Ja, das so. Machen wir auch weiter so. Wie kommen wir jetzt vom Plug-in-Hybriden zu einem V8 Biturbo? Na, das ist der neue, die neue S-Klasse hier als AMG E-Performance mit 830 PS. Ach du Heilige. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob wir euch da auch mal ein Video machen sollen, weil da hätte ich ja irgendwie mal so richtig Bock, den fliegen zu lassen, oder? Ja, ich glaube ich auch. Gerade so im Winter hier mit ein bisschen Schnee in Rostock, oder? Oh ja, das macht bestimmt Spaß. Ja, lass uns zurückkommen zur E-Klasse Plug-in Hybrid und ob der Olli mit seinen 1,85 Meter und seinen Rehkitz-artigen 99,periode 9 Kilo hier Platz findet in der Mercedes E-Klasse. Und das wollen wir natürlich mal ausprobieren. Der Beifahrersitz ist auf die B-Säule eingestellt. Und da flutscht er zart hinein und das funktioniert doch gut. Sitzen kann ich hier hervorragend. Ich würde sogar sagen, eine kleine Nuance besser in seinem elektrischen Brüderchen Mercedes EQE. Aber wenn wir mal auf die Platzverhältnisse schauen, Steffen, das ist schon alles ein bisschen enger und kompakter hier, oder? Tja. Guck dir mal diesen dicken, fetten Kardantunnel an da für die Firmatik. Ja. Ja, das ist halt immer noch der Nachteil, ne? Das brauchen wir alles bei einem rein elektrischen Auto gar nicht, weil er hat da vorne hinten einen Motor auf der Achse und treibt die halt entsprechend an. Ja, Platzverhältnisse sind ein bisschen eingeschränkter als im Mercedes EQE, aber ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Mittelarmlehne haben wir auch, wo wir auf dem ersten Klick dann so einen Tablethalter bekommen und auf dem zweiten Klick dann auch einen Becherhalter. Ich hätte mir aber gewünscht, dass die Mittelarmlehne länger ist, weil gerade so kräftigere, größere Personen dann immer auch so ein bisschen Platzverhältnisse bekommen, wenn sie hier so drin sitzen. Das ist ja alles so im Zusammenhang mit der dritten Kopfstütze geschuldet. Ja, was ich euch natürlich zeigen will, weil es auch mega spannend ist, ist natürlich die Funktion, dass wir hier die Mitte umklappen können. Das hatten wir ja vorhin leider nicht gezeigt, als Durchlademöglichkeit für Skier, für einen langen Gegenstand. Finde ich super, dass Mercedes hier die 20% umklappen lässt. Ja, was wir haben, sind Fahrer-, Beifahrerseitig, dann Kinder-Isofix-Befestigung mit so einem Gumminippel. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert, Steffen. Das geht hier gar nicht, ne? Ich glaube, der ist auch gar nicht zum Abnehmen, den ist einfach nur zum Hochklappen. Nee, den drückst du so nach hinten, deswegen ist das Gummi, das muss man ja auch erstmal verstehen, ne? Aber ist eine ganz coole Technik, man muss ihn nur irgendwie wieder zurückbekommen, ne? Also wer da bei den Mercedes-Ingenieuren wieder die Idee hatte, ne? Ich weiß ja nicht. Ja, last but not least, zu dritt wird es hier hinten, glaube ich, eng, zu zweit macht das Spaß. Und hier oben ist alles so schön mit Kunstleder bezogen, aber hier ist dann wieder so ein
leicht unterschäumter, härterer Kunststoff, oder? Ja. Und dann hier mit so einer Ablagemöglichkeit. Ne? Das ist auch irgendwie nicht so toll. Ja, zwei USB-C-Anschlüsse haben wir. Hier haben wir ein kleines Ablagefach, Lüftungsdüsen. Und da müsst ihr mal darauf achten, vielleicht die 4-Zonen-Klimaautomatik zu nehmen, wenn ihr mit 4 Personen häufig reist. Weil meistens ist dann der B-Säule nochmal die Lüftungsmöglichkeit. Und man kann halt wirklich alle 4 Plätze individuell klimatisieren. Das ist immer so mein Geheimtipp. Habe ich bei mir im EQS auch gewählt, weil das einfach komfortabler ist. Außen haben wir euch alles gezeigt, innen haben wir euch alles gezeigt und jetzt gehen wir über in den Fahrbericht. Ich habe die Tür schon geöffnet und wir starten los mit der Mercedes E-Klasse hier als Plug-in Hybrid und fahren ihn hier mal ganz elegant durch die Schiebetür. Ich glaube, das passt sogar, wobei er ist nicht der schmalste, Steffen, oder? Oh, es geht, aber da hast du massig Platz noch gehabt. Wir sind losgestartet mit dem E300 E4-Matic. Und 230 kW Systemleistung ist schon ordentlich, oder? 313 PS? Ja, das geht schon. Da muss ich sagen, das macht, glaube ich, vielen Freude. Und auch die 95 kW, 129 PS des rein elektrischen Antriebs, da kann man zügig und flott im Stadtverkehr mitfahren. Hätte ich gar nicht gedacht, weil das Auto ja auch ein ordentliches Leergewicht hat und mit uns beiden Hübschen ja auch ein bisschen mehr wiegt, ne? Ja, aber das macht er schon gut, ne? Was er übrigens auch ganz gut macht, ist Apple CarPlay, oder? Apple CarPlay ist immer gut. Leider nicht irgendwie komplett in den Bildschirm integriert. Das verwundert mich so ein bisschen, weil das ja selbst im Hyperscreen so war. Da wird es vielleicht dann nochmal irgendwie so ein Update geben, oder? Was meinst du? Gehe ich von aus, ja. Was einen auf den ersten Metern schon gleich auffällt, ist der lange Radstand in Verbindung mit dem Fahrkomfort. Die E-Klasse gibt es ja klassisch mit Stahlfahrwerk oder optional natürlich auch mit der Luftfederung der R-Matic. Und da muss ich sagen, das kann Mercedes schon gut komfortabel zu sein, oder? Ja, man sitzt auch bequem. Und der ist auch kein Schaukelpferd, oder? Also er hat auch eine gewisse Straffheit. Er hat keine große Wankbewegung. Also auch da hat sich, finde ich, Mercedes weiterentwickelt. Wenn man früher an die alten E-Klassen denken, da saßen wir wie in so einem Schaukelpferdchen, ne? Ja. Doppelverglasung ist an Bord und wir wollen mit euch mal die Innengeräusche bei 50 km/h rein elektrisch gefahren messen. Dezibel, wobei die Lüftung gerade etwas stärker läuft. Ich glaube, wir können das mal noch mal ausschalten, um mal zu gucken, wie sich Lüftung auswirkt. Dezibel, also eine ganze Menge, wie die Lüftung hier die Dezibel beeinflusst, Steffen. Und jetzt fahren wir 70. Beeindruckende 60, 61 Dezibel. Nur mal zum Vergleich, ein Kia Niro EV oder auch der VW ID.3 haben das bei 50 km/h, was die E-Klasse bei 70 km/h hat. Also er ist schon gut gedämmt, oder? Ja, das ist schon gut. Doppelverglasung macht ja auch noch ein bisschen was, ne? Wir fahren 100 km/h. 64, 65 Dezibel, das ist aber mal extrem gut, oder? Das ist richtig anständig. Und wir haben ja sogar so ein bisschen Seitenwind, also von daher, Chapeau Mercedes, das habt ihr gut gelöst. Was ihr übrigens nicht so gut gelöst habt, fällt mir jetzt viel deutlicher auf, ist dieses Knubbelchen hier mit der Kamera, oder? Ja, irgendwie, ne? Komisch. Man fühlt sich überwacht. Naja, ich sag mal, man hätte es ja irgendwie so versenkbar machen können, dass es so ausklappt, wenn man es benutzt. Oder es vielleicht in eine schöne analoge IWC-Uhr oder so integrieren können. Weißt du, so wie Porsche das macht hier mit dem Sport-Chrono-Paket. So, dass es halt alles so ein bisschen schicki ist, oder? Boah, Möglichkeiten hat man viele. Aber da habe ich bei Mercedes gedacht, ach, wir machen das jetzt mal. Ist gerade in Mode durch Corona hier so Teamviewer und so Videokonferenzen. Das bringen wir mal ins Auto, sind wir total hip. Und dann machen wir mal so einen Kumpel aufs Amateurenbrett, oder? Ja. Nicht stark. Steffen macht noch mal die handgerissenen 0-100 hier mit der Stoppuhr. Ich habe versucht, eine Launch Control zu finden. Die hat aber nicht der Plug-in. Komisch. Dann machen wir das einfach so. Ich habe den linken Fuß auf der Bremse. Du machst einen Countdown, Steffen. 3, 2, 1, go. Wow. Wow. Hey. Das geht aber ganz gut, ne? Ja. 100.
nur handgestoppt 7,65. Ja, 6,5 ist die Werksangabe. Wir haben Winterräder, wir haben keine besonders warmen Reifen und da macht das eigentlich ordentlich, oder? Es geht ja so ein bisschen leicht bergauf auf unserer ominösen Teststrecke, oder? Ja, ach, alles gut, würde ich sagen. Hinter uns ist keiner, dann können wir gleich mal den Bremsencheck machen, oder? Ja, hau rein. Ja, macht er also gut. Muss ich sagen, die packen zu. Und das ist ja auch das, was wir von einem Mercedes-Benz erwarten, dass wir halt im Ernstfall dieses schwere Fahrzeug mit der Plug-in-Hybrid-Technik auch sicher zum Stehen bekommen. Und das ist ja auch der Unterschied zu vielen anderen Herstellern, dass halt Mercedes extremen Wert auf Sicherheit legt, auf gute Bremsen etc. pp. Und vergesst das immer bitte nicht, weil er natürlich schon einen Startpreis hat, so als Plug-in-Hybrid von so gut 70.000 Euro, oder? Ja, das ist dann schon ordentlich, ne? Da muss die Mutti lange für stricken. Und das Plug-in-Hybridchen ist ja auch so beliebt bei den Geschäftsleuten. Warum ist es beliebt? Weil er, glaube ich, nach wie vor 0,5% Versteuerung hat, ne? Ja, stimmt. Aber tut mir bitte einen Gefallen, nutzt den großen Akku, nutzt das Ladekabel und fahrt elektrisch. Ich schalte auch wieder sofort zurück hier auf Elektro. Und ich muss sagen, das ist doch einfach genial, oder? Wir sind von Brodersdorf nach Ikendorf gefahren auf unserer Teststrecke und wollen mit euch auch mal hier das Einparken testen. Das machen wir wie immer manuell. Es gibt ja auch Einparkassistenten. Das dauert uns aber irgendwie alles immer noch nach wie vor zu lange, weil so machen wir ja ganz geschmeidig hier mal die Rückwärtsflucht in die Parktasche. Und gerade mit dem 360-Grad-Kamerasystem, was ja bei Mercedes sehr, sehr gut ist, was auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bietet, bis hin dann halt auch nochmal hier um das Auto zu schauen, gerade um die Felgen dann vielleicht auch zu schützen an Bordsteinkanten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, auch so eine 180-Grad-View mit so einem Weitwinkelobjektiv zu haben, wenn wir mal aus einer engen Parklücke rausfahren oder vielleicht auch aus einer Einfahrt, dass man einfach sieht, ob da Verkehr kommt oder Fußgänger oder Fahrradfahrer. Das löst Mercedes gut. Das Fahrzeug selber hat 12 Meter Wendekreis, aber ich meine, man kann optional noch eine Hinterachslenkung bekommen. Die würde ich auch jedem empfehlen, gerade bei längeren Fahrzeugen und 4,95 Meter ist ja nicht gerade klein in der Innenstadt, im urbanen Umfeld, ist das immer mega, mega praktisch. Wir wollen mit euch auch nochmal über die Assistenzsysteme hier in der neuen E-Klasse sprechen. Und auch da hat Mercedes die E-Klasse wie seine anderen Derivate extrem weiterentwickelt. Das heißt, wir haben hier die prädiktive Regelung. Er fährt bis zum Ortsausgangsschild 50, dann ist 100 und er beschleunigt auf 100 km/h. Das rein elektrisch, auch zügig. Ihr seht das am Drehzahlmesser, der Motor ist aus. Ja. Lenkassistent haben wir, wir haben den Spurhalteassistenten und da muss ich Mercedes mal loben. Auf den Autobahnen können das ja inzwischen viele Hersteller, aber gerade so auf der Landstraße muss ich sagen, macht Mercedes das exzellent, fährt immer die Mitte der Fahrspur, hat hier auch im Prinzip die sensitive Steuerung, das heißt drei Finger reichen, dass er erkennt, dass wir die Hände am Lenkrad haben. Jetzt ist 70, er reduziert die Geschwindigkeit auf 70, hat auch das Ortsschild gesehen, kurz auf 50 geschwenkt, dann wieder auf 70. Also die Verkehrszeichenerkennung über die Kameras funktioniert in Perfektion. Und da verstehe ich einfach nicht, warum manche Hersteller das aus Asien, respektive auch unser meist beliebter amerikanischer Autobau, das nicht auf die Kette kriegt, oder? Ja, das ist schon mysteriös, ne? Weil das ist doch Lifestyle 2023, dass wir hier im teilautonomen Bereich da bestmöglich unterstützt werden. Und ich warte ja bei Mercedes, so ehrlich muss man sein, auch auf so einen Autobahnassistenten, oder? Ja, wie wir ihn im i5 hatten zum Beispiel, ne? Genau, also schaut da gerne mal unser BMW i5 Verbrauchsfahrtvideo, wo wir den Autobahnassistenten getestet haben und wo man wirklich sehr, sehr teilautonom, ohne die Hände am Lenkrad haben zu müssen, dann auf der Autobahn fahren kann und über Gestensteuerung auch den Spurwechsel einleiten kann. Spurwechselassistent hat Mercedes aber auch und der funktioniert auch exzellent, einfach nur durch Antippen des Blinkers auf der Autobahn. Lasst uns nochmal den Blick hier im Hybrid auf die Fahrstufen schauen. Wir haben hier die Möglichkeit, hybridisch zu fahren. Das heißt, er entscheidet, wann er den Verbrenner dazuschaltet. Sport ist klar. Dann hat er die maximale Leistung und schaltet auch den Verbrenner an. Wir haben auch die Möglichkeit, und das finde ich auch ganz gut, eine Battery-Hold-Funktion zu schaffen. Jetzt habe ich durch Sport den Motor aktiviert. Die Battery-Hold-Funktion sorgt dafür, dass wir den Akkustand beibehalten und er rein dann mit dem Verbrenner fährt. Das ist ja immer mal wichtig auf Langstrecke, wenn man weiß, man fährt noch in urbane Umfelde hinein
und möchte da natürlich den CO2-Ausstoß so gering wie möglich halten. Und dann habt ihr natürlich individual, um das alles zu individualisieren zu können. Ja, Fahrkomfort, muss ich sagen, ist wirklich klasse, auch gerade in Verbindung mit den Innengeräuschen, wirklich sehr, sehr gut und schon fast auf S-Klasse-Niveau, oder? Ja, da merkt man halt schon, dass das kann Mercedes halt, ne? Wobei der S-Klasse-Fahrer, der wird uns jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen anzählen, oder? Meinst du? Na, also ein bisschen besser kannst du es noch, ne? Lasst uns zum Fazit kommen des E300 E4-Matic, neue E-Klasse Plug-in Hybrid. Ja, für wen ist das richtige Fahrzeug, Steffen? Ja, ich denke mal für alle, die sagen, Elektro, jetzt rein elektrisch, das ist mir noch nix. Ich suche so einen richtig guten Mittelweg. Genau, und da haben wir so einen Kompromiss, wo wir sagen, wir haben eine gute elektrische Reichweite bis zu 100 Kilometer mit dem 25 Kilowattstunden Akku, wo ja fast jeder so seine täglichen Pendelstrecken dann auch rein elektrisch absolvieren kann und hat dann für die Langstrecke den Vierzylinder Ottomotor Turbo aufgeladen, wo er dann Hybrid wahrscheinlich auch einen guten Verbrauchswert ermitteln kann. Schnell laden kann er dreiphasig. 11 kW zu Hause und an öffentlichen Ladestationen, dass der Akku schnell geladen ist. Und optional DC würde ich euch empfehlen, dann mit 55 kW in der Spitze, wo ihr dann in einer halben Stunde auch wieder den Akku laden könnt, wenn ihr mal eine Pause macht auf der Langstrecke, weil das doch dann deutlich verbrauchsreduzierend wirkt. Und so ist er, glaube ich, ein guter Kompromiss für all diejenigen, die noch nicht rein elektrisch fahren wollen. Ich muss sagen, Fahrkomfort ist sehr, sehr gut, besser als in der alten E-Klasse, fast schon auf S-Klasse-Niveau, auch wenn die S-Klasse-Fahrer das nicht hören wollen, ist aber so. Und auch digitaler ist er geworden, wenngleich ich jetzt, glaube ich, im Auto keine Videokonferenz bräuchte, oder? Nee, und vor allem dann würde sich auch dieser komische Knubbel hier vorne erledigt haben. Und sind wir doch mal ehrlich, ich hätte viel lieber irgendwie so ein bisschen Entertainment-Funktion, dass ich hier YouTube, Amazon Prime irgendwie gucken kann, mal im Auto oder so, ja, so wenn ich mal auf jemanden warte, ne? Genau, ja. Als dieses Gedöns hier auf dem Armaturenträger, oder? Ja, brauche ich nicht. Denk doch mal, in meinem SL, da war so eine schöne IWC-Uhr auf dem Armaturenbrett, oder? Ja, ich glaube, oh, der war auch noch ein Schlank teurer dann durch die Uhr. Ja, das stimmt. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos angekommen und werden das Auto unserem Kooperationspartner Stern Auto zurückgeben. Ich hoffe, wir konnten euch wesentliche Informationen geben. Fahrt ihn gerne mal bei Stern Auto oder einem anderen Mercedes-Partner Probe und schaut ihn euch an. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Schaut bitte gerne nochmal nach, ob ihr Teil der Einfahr Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt und dann verpasst ihr auch in Zukunft die weiteren Videos nicht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis bald, euer Olli. Du, Steffen, ja? Wie findest du denn jetzt eigentlich diese kleinen Sterne hier auf dem Grill? Na, wo du sagst Grill, ich finde das genial, Mercedes, denk nach. Stell dir vor, du bist unterwegs im Sommer, hast einen Grill dabei, hast aber deinen Grillrost nicht mit. Ha, ja. Guck mal, perfekt, kannst du locker eine Bratwurst drauflegen. Aber ich glaube, der ist aus Kunststoff. Ach, schade.